Für die Piratenfraktion spricht Herr Kollege Schulz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und zu Hause, Herr Kollege Börschel, Ihre auf Stigmatisierung hinauslaufenden Anwürfe bezüglich der Linken gebe ich gerne zurück. Wie Sie wissen, wählen Ihre Kolleginnen und Kollegen in Thüringen morgen einen linken Ministerpräsidenten. Herzlichen Glückwunsch dazu. Darüber hinaus habe ich gerade in einer Zeitschrift, in einer Fachzeitschrift meines Kollegen Lammler, Die Biene, gelesen, Wachs vergisst nicht. Die SPD in Nordrhein-Westfalen offenbar schon, insofern, als noch im November, also ein Jahr her, jetzt im November 2013, es einen Leitantrag der SPD gab im Bund, wonach also stete Kooperation mit der Linken sehr befürwortet werden, wenn also die Piratenfraktion hier hinsichtlich der eingebrachten und inzwischen auch im Haushalts- und Finanzausschuss abgelehnten Haushaltsänderungsanträge mit Die Linke beschimpft wird, werde ich Ihnen gleich aufzeigen, um was für Anträge es sich handelte. Es handelt sich nämlich exakt um die Anträge, die wir hier heute in der zweiten Lesung von Seiten SPD und Grünen vermissen müssen, die aber zur dritten Lesung jedenfalls angekündigt sind. Es handelt sich insbesondere dabei um Anträge im Bereich der Finanzierung von Hochschulen, im Bereich des offenen Ganztags, im Bereich der Schulsozialarbeit, im Bereich der Flüchtlingspolitik in Nordrhein-Westfalen. All das sind Anträge, die wir eingebracht haben. All das sind Anträge, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die die SPD im Rahmen der zweiten Lesung des Haushalts 2015 bislang schuldig geblieben ist. Nun kann man im Vorgriff darauf sagen, nun lehnen wir mal die Piratenanträge ab. Sie sind möglicherweise auch nicht solide gegenfinanziert. Die solide Gegenfinanzierung auf Seiten der regierungstragenden Fraktionen wollen wir einmal abwarten. Vor allen Dingen dann, wenn hier das Loblied eines Sparhaushalts vorgesungen wird, welches dazu geführt hat, dass nach einem Nachtragshaushalt mit einer insgesamt Netto-Neuverschuldung für 2014 von 3,2 Milliarden Euro eine runde Milliarde zu 2015 eingespart werden soll. Da müssen wir doch erst mal abwarten, was die Änderungsanträge von Rot-Grün so alles bringen, wonach eben dann diese hier gerühmte verringerte Netto-Neuverschuldung nicht doch wieder in Richtung auf die alte Netto-Neuverschuldung des Jahres 2014 hinsteuern wird. Wir, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen von der Piratenfraktion, benennen die Probleme in diesem Land und nennen auch den eigentlichen Finanzbedarf. Daher wundern wir uns schon sehr über das Votum der regierungstragenden Fraktion im Haushalts- und Finanzausschuss angesichts der Tatsache, dass die Anträge, die wir gestellt haben, ja nun demnächst von Rot-Grün eingebracht werden und wenn auch vielleicht mit leicht veränderten Zahlen. Sie werfen uns im Ausschuss unsolide Finanzierung vor und sie seien eben nicht durch Umschichtung im Haushalt gedeckt, so die Stimmen im HFA. Es seien zwar wünschenswerte Vorstellungen, aber aus genannten Gründen nicht zustimmenswert. Dann frage ich jetzt mal die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen hier im Saal, wo sind denn Ihre Änderungsanträge, die wir hier wirklich knallhart debattieren könnten? Diese Debatte hier zum Landeshaushalt 2015 ist angesichts der Änderungsanträge, die angekündigt sind und deren Fehlens, ehrlich gesagt, beinahe überflüssig. Die Finanzierungsfrage für die Flüchtlingsanträge wird zu klären sein. Wir haben zunächst einmal diese Anträge gestellt. Die Finanzierungsfrage bei der Beamtensoldung ist nach dem Nachtragshaushalt 2014 und dem Haushaltsentwurf bzw. der zweiten Ergänzung zum Haushalt 2015 weitestgehend erklärt. Aber auch da rühmt sich die Landesregierung und rühmen sich die regierungstragenden Fraktionen eines Sparerfolgs. Eines Sparerfolgs, der nichts anderes ist als die notwendige Folge einer der größten Schlappen dieser Landesregierung vor dem Verfassungsgerichtshof in Nordrhein-Westfalen. Die Finanzierung der Schulsozialarbeit löst in ihren Reihen, wie wir auch hier eben am Podium sehen konnten,
wie aber auch im Haushalt- und Finanzausschuss, förmlich Jubelstürme aus. Und Sie wissen, dass Sie schon vor einem Jahr hätten unserem weitsichtigen Antrag diesbezüglich zustimmen müssen und können. Im Übrigen ein Antrag, den wir auch dieses Mal wieder gestellt haben, im Haushalt- und Finanzausschuss letzte Woche, und der von Rot-Grün, ebenfalls von Rot-Grün, wiederum abgelehnt worden ist. Natürlich im Vorgriff darauf, dass Rot-Grün einen entsprechenden, wenn auch verringerten Antrag, auch mit einer anderen internen Verteilungssituation oder Richtung im Hinblick auf die Kommunen, die dann 80% der von ihnen aufzubringenden Schulsozialarbeitskosten schultern müssen, auszugleichen. Darüber hinaus haben wir das Thema offener Ganztag. Auch hier an diesem Pult wird gesagt, das ist eine rühmliche Leistung der Landesregierung, wunderbare Sache. Nur wodurch wird es finanziert, Herr Kollege Wörschel? Sie grinsen. Natürlich könnten wir sagen, es ist die Grunderwerbsteuer. Es ist die Grunderwerbsteuer, die der Kollege und Fraktionsvorsitzende der SPD Römer als Konsolidierungsbeitrag im Hinblick auf den Landeshaushalt bezeichnet hat. Aber irgendwo muss das Geld natürlich herkommen, womit die Wohltaten, die Rot-Grün über das Land verteilt, finanziert werden sollen. Da bleibt natürlich nur noch offen die Finanzierung oder die auskömmliche Finanzierung der Universitäten, der Hochschulen. Auch dazu haben wir bisher nicht viel gehört, jedenfalls nicht im Hinblick auf die Änderungsanträge. Natürlich haben auch wir dazu Anträge eingereicht. Die Höchstzahlen an Studierenden in Nordrhein-Westfalen ist durch die BAföG-Zahlung durch den Bund mehr als gedeckt und unsere Anträge ebenfalls. Lieber Herr Kollege Börschel, auch lieber Herr Kollege Mostofizadeh, jetzt mal unter uns. Werden Sie uns möglicherweise heute, gegebenenfalls aber dann doch bitte in der dritten Lesung, und wird auch der Herr Finanzminister uns erklären, wie all das finanziert werden soll. Wir gehen davon aus, dass Ihre Inaussichtstellung und Ihre Finanzplanung nichts anderes beinhaltet als weitere Schulden. Weitere Schulden. Ja? Ich will nicht sagen, dass das alles auf Sand gebaut ist, aber auf Schulden. Und dabei wollen wir doch bitte bleiben. Ja? Also von Mehreinnahmen durch die Grunderwerbsteuer können wir ja nicht signifikant ausgehen. Ja, wenn hier in Aussicht gestellt wird, dass ungefähr 400 Millionen daraus an Mehrertrag in den kommenden Jahren kommen wird. Die Sachverständigen, die wir gestern angehört haben, immerhin von 23, 21 sind da ganz andere Auffassungen zu derart signifikanten Steigerungen, die dann darauf hoffen lassen, dass mehr Erträge gegenüber den sonstigen Erträgen im Bereich der Grunderwerbsteuer und den Steigerungsraten der letzten 3, 4 Jahre erzielt werden können, ist nicht von auszugehen. Dann kommen wir doch noch einmal zu der Finanzierungsfrage. Auch da haben Sie uns vorgeworfen im Haushalts- und Finanzausschuss, wie aber auch im Prinzip hier im Plenum schon in der ersten Lesung, dass da nichts kommen wird. Ich sage Ihnen, was bei Ihnen nicht kommt und was vor allen Dingen nicht von der Landesregierung kommt. Es kommt nicht der knallharte Gang in den Bund hinsichtlich der Eliminierung von Steuerschlupflöchern. Ich persönlich erkenne hier innerhalb des letzten Jahres, in dem wir durchaus mehrfach genau diesen Aspekt hier in diesem Plenum diskutiert haben, schlicht und ergreifend nichts. Es wird ja noch nicht einmal die von uns geäußerte Anregung aufgenommen, jedenfalls bisher nicht, im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zur Grunderwerbsteuer, entsprechende Regelungen im Bund initiativ aufzugreifen, dass Steuerschlupflöcher nach dem Grunderwerbsteuergesetz, wie zum Beispiel Share Deals, eliminiert werden. Davon sehe ich weit und breit nichts, Herr Finanzminister. Vielleicht sollte man das mal aufgreifen. Es sollte doch für die Landesregierung ein leichtes sein. Und die Sie tragenden Fraktionen werden dem doch sicherlich beipflichten, dass man, wie auch die Sachverständigen, wie auch die Deutsche Steuergewerkschaft, wie verschiedene Sachverständige gestern hier gesagt haben, nachhaltig dafür Sorge getragen wird, dass entsprechende Steuerschlupflöcher geschlossen werden. Und auch in Bezug auf die
in letzter Zeit ja aufgekommenen Luxemburg-Leaks, um das mal aufzugreifen, die einen wesentlichen Teilaspekt genau dieser aggressiven, teils aggressiven Steuervermeidungspraktiken beinhalten und auch feststellen lassen, dass namhafte Unternehmen in Nordrhein-Westfalen, wie zum Beispiel auch E.ON, massiv an der Steuerschraube zu ihren Gunsten drehen, erhebliche, gerade im Immobiliensektor, erhebliche Grunderwerbsteuereinnahmen, gerade im Lande Nordrhein-Westfalen, fehlen. Hunderte von Millionen Euro. Hunderte von Millionen Euro, die Sie jetzt den Häuslebauern aus der Tasche ziehen wollen. Das ist doch der entsprechende Kern Ihres Finanzierungsmodells. Und so muss man das sehen. Denn eines steht mal ganz klar fest. Selbst wenn die Grunderwerbsteuer in Nordrhein-Westfalen auf 6,5% erhöht wird, heißt das noch lange nicht, dass die Konzerne wie GAGFAH, wie Ennington und andere institutionelle Anleger nicht doch etwa diese Steuersparmodelle nach dem Grunderwerbsteuergesetz oder gar entsprechende Steuergestaltungsmöglichkeiten in Luxemburg außer Acht lassen. Weiterhin werden also entsprechende Modelle gepflegt und gefahren, gerade auch in dem sehr attraktiven Immobilienstandort Nordrhein-Westfalen, gerade auch dort, wo händeringend auch mit Blick auf die Schuldenbremse 2020 versucht wird, Finanzierungslücken zu schließen bzw. Defizite auszugleichen. Das alles schaffen Sie nicht, indem Sie die Hände in den Schoß legen, indem Sie die Augen verschließen und nicht im Bund, das ist sicherlich eine Bundesangelegenheit, die zu klären wäre, nicht im Bund entsprechend initiativ werden. Dies prangern wir hier an dieser Stelle bei einem Vorwurf in unsere Richtung, wir würden uns nicht um die Fragen der Finanzierung kümmern, massiv an. In anderen Worten, anstatt vor der eigenen Haustür zu kehren, zeigen Sie mit dem Finger auf andere, insbesondere die hier im Hause vertretenen Oppositionsfraktionen, werfen denen vor, Sie sollten doch bitte ein anderes Finanzierungsmodell finden. Wir haben es Ihnen gesagt, stopfen Sie die Löcher, dann können wir nämlich entsprechend Ihrer eigenen Entschließungsantragstellung zur Drucksache 16-4465 darauf hoffen, dass im Bund 160 Milliarden Euro per anno Mehreinnahmen erzielt werden. Das ist Ihre Prognose, liebe rot-grünen Fraktionen. Das ist Ihre Prognose, weil Sie dem beigepflichtet haben, Herr Finanzminister. Das würde dazu führen, dass auf Nordrhein-Westfalen gemäß dem Königsteiner Schlüssel roundabout 30 Milliarden zukämen pro Jahr an Mehreinnahmen. Das kann keine einzige Steuer-CD, das können auch nicht 10 Steuer-CDs erwirtschaften. Entscheidend ist, es muss gehandelt werden. Diese Landesregierung, diese regierungstragenden Fraktionen handeln jedenfalls nicht dort, wo es nötig ist und wo sie die Möglichkeiten hätten, nämlich hier, wie so gerne auch gezeigt wird, im Bund. Nehmen ja im Bund, aber bitte schön geben nein. Geben sollten Sie aber bitte Feuer. Feuer, nämlich im Hinblick auf Bundesratsinitiativen, um zu bewerkstelligen, dass über entsprechende Stopfen von Steuerschlupflöchern entsprechende Mehreinnahmen im Lande Nordrhein-Westfalen erzielt werden. Nicht die Menschen schröpfen, die sich hier, wie Herr Kollege Witzel sagte, ihr Brot und ihr sauer verdientes in eventuell ein kleines Häuschen und eine kleine Wohnung stecken sollen. Nein. Schröpfen Sie doch mal die Konzerne. Gehen Sie doch mal an die dicken Bretter. Das tun Sie nicht. Stattdessen wird E.ON gelobt dafür, das wird ja noch eine andere Debatte in dieser Woche sein, deswegen wird E.ON gelobt für eine Energiewende in ihrer Unternehmenspolitik mit der glatten Ankündigung, die Bad Business-Teile, nämlich Atom und Kohle, möglicherweise in eine privatwirtschaftlich organisierte Aktiengesellschaft zu überführen und damit Ewigkeitskosten, Ewigkeitslasten am Ende zu sozialisieren. Auch darauf sollten Sie nicht stolz sein, dass Sie das nämlich hier sowohl im Land als auch im Bund rühmen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ist aus meiner Sicht eher peinlich. Herr Finanzminister, Sie sitzen weiterhin am Steuerknüppel des Schuldenraumschiffs und das steuert ungebremst auf den Asteroiden namens Schuldenbremse zu. Der Landesrechnungshof schreibt Ihnen jährlich immer noch ein Defizit im Bereich des Schuldenabbaupfads von über einer halben Milliarde Euro ins Zeugnis. Sie feiern sich hier ab. Ich gebe Ihnen, den regierungstragenden Fraktionen wie auch der Landesregierung im Hinblick auf den Haushalt 2015, ein 5-, mangelhaft Minus. Und das sollten Sie vielleicht versuchen, im Rahmen der dritten Lesung zu beheben. Ich bezweifle, dass Ihnen das gelingen wird. Vielen Dank. Applaus